Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen zu unserem NIS2-Webinar. Mein Name ist Karin Schall, ich bin bei Trend Micro, bin dort im Marketingbereich tätig und ich habe heute die große Freude, Sie durch dieses Webinar zu führen, weil, kleine Überraschung, wir werden keine PowerPoint-Präsentation für Sie haben, sondern gestalten dieses Webinar heute im Dialog. Deswegen sehen Sie hier auch vier Herren noch sitzen. Dazu komme ich gleich, oder zu den Herren kommen wir gleich später. Nur einige Informationen vorab. Eingeladen zu dem Webinar heute haben Trend Micro und Infodas zusammen. Und ich weiß, dass wir ein paar neue Zuhörer auch haben. Deswegen einmal eine kurze Vorstellung, wer Trend Micro ist, was wir machen und was Infodas macht. Zwei, drei Worte zu Trend Micro. Wir sind ein IT-Sicherheitshersteller. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio und seit mittlerweile 35 Jahren am Markt. Wir sind, wir feiern dieses Jahr Jubiläum übrigens, 35 Jahre. Und wir sichern ganz kurz gesagt Daten, Prozesse und Infrastrukturen ab. Bei Trend Micro haben wir einen dezidierten Government-Bereich, der sich um die Bereiche Public Sektor, Gesundheitswesen und Energie kümmert. Weshalb ich das jetzt in dieser Runde so explizit erwähne, hat folgenden Grund, da die zwei Herren, die zwei Speaker von Trend Micro, nämlich Philipp Seemann und Robert Mientus, aus genau diesem Bereich stammen, aus dem Public Sektor. Und von Infodas sind für Sie heute da Felix Hartmann und Marcel Lohmüller. Und wir haben aber gesagt, jeder stellt sich einmal kurz selber vor und Marcel und Felix sagen noch zwei, drei Worte zu Infodas. Genau, mein Name ist Felix Hartmann, Sales and Account Manager bei der Infodas seit 2,5 Jahren für den Bereich Kritis mit Fokus auf Transport und den Energiesektor, aber generell alles, was mit der Industrie und Kritis zu tun hat im weitesten Sinne. Genau, Marcel, vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir und dann würde ich ein bisschen was zur Infodas sagen. Genau, mein Name ist Marcel Lohmüller. Ich bin das, Sales Pendant zum Felix, also auch Sales Account Manager, auch im Bereich Privatwirtschaft, kritische Infrastrukturen unterwegs. Genau, und für diejenigen, die noch nicht viel mit der Infodas zu tun hatten, Infodas ist seit jetzt 49 Jahren auf dem Markt, 1974, das heißt, wir haben nächstes Jahr unser 50. Jubiläum gegründet. Unser Hauptstandort auch weiterhin ist in Köln, sind aber in allen deutschen Himmelsrichtungen vertreten, Berlin, Hamburg, München, Bonn auch noch. Und wir kommen ursprünglich aus dem Hochsicherheitsumfeld rund um Bundeswehr, Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben, haben aber da vor einiger Zeit gesagt, all die Anforderungen, die wir dort kennengelernt haben, die Hochsicherheit umfassen, kann man auch ganz gut im Kritissektor wiederfinden. Und dementsprechend sind wir auch da unterwegs. Was wir machen, wir haben drei Kernbereiche. Wir haben einerseits unsere IT-Beratung, IT-Sicherheitsberatung, der Hauptgrund, wieso wir heute hier zusammengekommen sind. All unsere Themen ISMS, Pentesting und Co. gehen wir später noch ein bisschen mehr drauf ein. Und unser dritter Bereich sind sichere Netzübergänge, das heißt Domänen, die normalerweise durch eine physische Trennung nicht miteinander verbunden wurden, mittels Dioden und Gateways, mittels dann einer logischen Trennung miteinander zu verknüpfen und die Vorteile der Digitalisierung mitzunehmen. Das erstmal kurz und knapp zur Infodas. Philipp, sagst du ein paar Worte zu dir? Ja, dann mache ich gerade weiter an der Stelle. Genau, Philipp Seemann mein Name. Ich bin, wie schon angesprochen, bei Trend Micro im Public Sales Team unterwegs. Betreue ich hier vorrangig Kunden aus dem Gesundheitssektor, sprich ganz klassisch Krankenhäuser, Kliniken, aber auch verschiedene soziale Trägerschaften à la Rote Kreuze, Johanniter etc. Dementsprechend natürlich in dem Kundenumfeld auch viel mit Kritisanforderungen zu tun und vor dem Hintergrund ein Stück weit darauf spezialisiert, um eben da auch die entsprechenden Mehrwerte für die Kunden darzustellen. Dann komplettiere ich die Runde. Robert Mientus, bin seit 8 Jahren bei Trend in Summe mit einer kurzen Unterbrechung.
und bin im Bereich Government in der Vergangenheit für den Bereich Healthcare mit dem Philipp unterwegs gewesen, habe aber seit Januar die Vertriebssteuerung des Government-Teams übernommen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema NIS2. Was ist das eigentlich? NIS2 ist die europäische Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit und sichert den Mindeststandard von Cybersicherheit in Europa. NIS2 ist die Reaktion auf die zunehmende Digitalisierung und die wachsende Bedrohungslandschaft für den Cybersicherheitsbereich. Und das Besondere an NIS2 ist, dass davon sind natürlich die kritischen Infrastrukturen betroffen, aber auch weitere Bereiche, wie zum Beispiel die öffentlichen Behörden oder auch die Hersteller von kritischen Produkten wie medizinische Endgeräte oder kritische Maschinen oder Kfz, die Abfall- und Wasserentsorgung und auch noch einige mehr. Und insgesamt ist davon auszugehen, dass um die 20.000 Unternehmen von der NIS2-Richtlinie betroffen sind. Die NIS2-Richtlinie wurde Ende letzten Jahres, am 27. Dezember genau genommen, ist sie in Kraft getreten und jetzt haben die Unternehmen Zeit, bis Oktober 2024 diese Richtlinien umzusetzen. So, das ist das erstmal hier so ein neuer geballter Begriff, neue Richtlinie, NIS2. Was sollte man jetzt tun? Das haben sich diese vier Herren hier auch überlegt und sie haben 5 Punkte entwickelt, wie man an NIS2 ganz gut herangehen kann, damit man erstmal ganz gut abgedeckt ist. Und das haben sie dann nicht nur 5 Punkte genannt, sondern mal ganz bescheiden die 5 Gebote, wie man mit NIS2 umgeht. Und diese 5 Gebote werden wir jetzt einem nach dem anderen durchgehen. Und wir fangen an mit dem 1. Gebot, das da heißt, nenne und bewerte deine Risiken. Marcel Felix, was sind die Risiken? Ja, danke Karin. Ich würde gerne damit mit einem Zitat beginnen aus dem Tagesspiegel von neulich. Da hieß es so schön, NIS2 heißt eigentlich nur, seine Hausaufgaben zu machen. Also schlussendlich ist das Ganze von der Idee nichts Neues. Diejenigen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben in den letzten Jahren, die werden jetzt ganz gut aufgestellt sein. Und diejenigen, die es nicht gemacht haben, gut, für die wird das auch eigentlich nichts Neues sein, größtenteils. Man ist halt einfach nur die Hausaufgaben nicht gemacht, weil der Lehrer bisher ja nicht kontrolliert hat. Das ändert sich jetzt mit NIS2. Und da gehen wir jetzt ein bisschen drauf ein mit den 5 Geboten. Genau, um zu verstehen halt, was man für Maßnahmen treffen muss, um den Anforderungen aus NIS2 gerecht zu werden, ist halt ein Soll-Ist-Vergleich wichtig. Und das, was wir festgestellt haben aus Erfahrung, das erste Problem liegt schon meist darin, was die Transparenz über den Ist-Zustand angeht. Oftmals fehlt es da an entsprechender Dokumentation beziehungsweise an einem Überblick der verschiedenen Stakeholder. Und daher empfehlen wir eine Risikobewertung bzw. Analyse von IT-Prozessen und Infrastrukturen auch mal mit erfahrenen Partnern an der Seite. Was man dann macht, ist eine Gap-Analyse. Und das heißt, wir befassen uns erst mit der Fragestellung, wo stehen wir überhaupt? Also was ist der aktuelle Stand, sprich das Ist? Wo wollen, müssen, sollen wir hin? Ja, also der Soll-Zustand. Und dann die große Frage, inwieweit weicht der Ist-Zustand von dieser Norm, dem Soll-Zustand, sprich dem Gap, dann ab. Und wir fassen uns dann also mit der Frage, welche Risiken ergeben sich daraus? Ja, welche Auswirkungen hat das Ganze? Um dann ein organisiertes Risikomanagement zu implementieren, was die Grundlage für so eine angemessene Behandlung von Cybersecurity und von Ausfallrisiken für Kritisanlagen betrifft. Und das ist dann so, dass man sich also erstmal mit der Frage beschäftigt, okay, was sind denn unsere Ressourcen? Also Software, Hardware, Daten, aber auch Benutzer und Co. Also ein Überblick an unseren Ressourcen. Das Zweite ist dann das Aufdecken der verschiedenen Bedrohungen, die sich möglicherweise ergeben. Also wir reden hier von Naturkatastrophen, aber auch beispielsweise von vom Eindringen in Systeme,
Ausnutzen von Schwachstellen. Ja, das ist dann das leitet dann direkt in den dritten Punkt über. Wir müssen also unsere Schwachstellen dafür kennen und ermitteln. Weil diese Schwachstellen können von den soeben genannten Bedrohungen entsprechend auch ausgenutzt werden. Und dann sagen wir natürlich, okay, wir wissen also, wir kennen die Bedrohung, wir kennen unsere Schwachstellen, aber wie wahrscheinlich ist das Ganze? Ja, also ein Hurricane in Berlin ist natürlich jetzt möglich, aber vielleicht nicht der wahrscheinlichste Fall, dass der irgendwelche Serveranlagen zerstört. Und dann am Ende sagen wir, okay, was hätte das denn für Auswirkungen? Ja, also wir reden hier dann von dem Schaden, der entstehen würde, also von den Kosten beispielsweise, im Ausfall von Systemen oder eine DDoS-Attacke, was würde das denn für Schaden dann wirklich bei uns verursachen? Und dann würde dann so eine Wahrscheinlichkeit mal Auswirkungen ergibt dann am Ende des Tages dann das Risiko an sich. Das heißt, wir nehmen aus dem ersten Gebot quasi mit, dass wir unsere Lücken aufdecken, ja, also unseren Gap, und wir unserem Risiko am Ende bewusst sind. Und da ist, das klingt immer sehr einfach. Ich gucke mir an, wo ich stehe und gucke mir dann am anderen die Richtlinie an und weiß ja dann, was die Lücke ist. In der Realität und in der Praxis ist das schon die erste große Hürde für viele Unternehmen, da erstmal Transparenz reinzubringen. Bevor wir zum zweiten Gebot kommen, habe ich einen wichtigen Hinweis noch an unsere Teilnehmer. Bitte nutzen Sie die Chat-Funktion, wenn Sie Fragen oder Hinweise haben. Wir werden nach unserem Part diese Fragen aus dem Chat beantworten. Und dafür auch ein kleiner Hinweis, das Recording stoppen. Und wenn Sie wollen, können wir Sie dann auch noch dazu schalten, um die Interaktivität zu fördern. Und da glauben wir einfach, dass das einfacher ist, wenn das Recording aus ist. Also bitte alle Fragen jetzt direkt gleich in den Chat stellen. Wir werden sie im Nachgang dann nach dem Webinar beantworten. So, gut. Also dann haben wir jetzt die Risiken genannt und bewertet. Und dann machen wir weiter mit Gebot Nummer 2. Plane und setze deine Cybersicherheitsmaßnahmen um. Das klingt jetzt ein bisschen aufwendiger. Genau, das übernehme ich dann gerne. Vielen lieben Dank. Ja, also wir kennen nun durch das Befolgen des ersten Gebots unsere Gaps, die Risiken und die Bewertung dieser. Und was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen aus dem ersten Gebot? Eine gute und sehr wichtige Frage. Wir wollen natürlich wissen, wie wir die Lücken schließen. So, das ist ein Punkt, der von Organisation zu Organisation natürlich unterschiedlich ausfällt. Von daher gehe ich jetzt eher darauf ein, welche Cybermaßnahmen mindestens umzusetzen sind, um die IT und Netzwerke der Organisation bzw. der kritischen Dienstleistungen zu schützen. Dazu zählen das Umsetzen von Richtlinien für Risiken und Informationssicherheit, ein funktionierendes Incident Management, Business Continuity Management, Disaster Recovery Management. Eruieren Sie die Sicherheit Ihrer Lieferketten, den Einkauf zur Beschaffung von IT- und Netzwerksystemen. Nutzen Sie Security Awareness Trainings, Kryptographie und Verschlüsselung, Zugangskontrollen, Asset Management, den Einsatz von Multifaktor-Authentisierung und Single Sign-On, von sicheren Sprach-, Video- und Textkommunikation, sowie den Einsatz gesicherter Notfall- und also Notfallkommunikationssysteme. Das habe ich jetzt alles ein bisschen aufgezählt. Das sind alles regulatorische Mindestanforderungen, die letzten Endes im Artikel 21 Absatz 1 der NIS-2-Direktive definiert sind. Die NIS-2 zielt damit auf ein effektiveres Risiko- und Vorfallmanagementsystem ab. Also innerhalb dieses Rahmens wird über einen gefahrenübergreifenden Ansatz gesprochen. Also innerhalb dieses Rahmens wird ein gefahrenübergreifender Ansatz verfolgt. Dieser umfasst den Schutz von Netz- und Informationssystemen und ihr physisches Umfeld. Und das vor allen möglichen Ereignissen, die Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität oder Vertraulichkeit gespeicherter, übermittelter oder verarbeiteter Daten oder Dienste beeinträchtigen können. Das kann sehr schnell komplex werden,
Von daher unsere Empfehlung an der Stelle, holen Sie sich am besten eine geeignete Beratung auch ins Haus. Unsere IT-Security-Experten beispielsweise begleiten viele Unternehmen über den gesamten Prozess hinweg. Okay, ich würde daran mal kurz anknüpfen. Wir haben jetzt schon einiges gehört zu dem Thema Planen und Umsetzen von Cybersicherheitsmaßnahmen. Da sind laut der NIS2-Direktive natürlich sehr viele organisatorische Maßnahmen erstmal hinterlegt, ja, die gerade auch vom Kollegen Lohmüller schon ein Stück weit mit angeteasert wurden. Aufgrund unserer Ausrichtung als IT-Security-Hersteller von der technischen Seite dazu mal noch ganz kurz beleuchtet. Es gibt natürlich auch auf technischer Seite sehr viele Werkzeuge, diese Themen umzusetzen oder anzugehen. Eins sei an der Stelle nochmal hervorgehoben, weil das auch vom BSI hier in Deutschland ganz besonders fokussiert wird. Es wurde eine extra Orientierungshilfe veröffentlicht, September letzten Jahres. Und zwar geht es hier um die Systeme zur Angriffserkennung. Erstmal ein großer, ich sag mal, Beamtenbegriff, hinter dem sich unterschiedlichste Lösungen verstecken können oder beinhalten können. Und allein die Tatsache, dass es eben explizit für dieses Feld eine ganz offizielle Orientierungshilfe überhaupt erstmal gibt, sagt das schon oder zeigt schon, dass diese Systeme einen durchaus hohen Stellenwert da genießen, weil sie eben mit vergleichsweise geringem Aufwand erstmal eine hohe Visibilität schaffen können, ja, an welcher Stelle bin ich denn überhaupt angreifbar und im besten Fall auch gleich automatisierte Gegenmaßnahmen mit beinhalten können, sodass ich meine kritische Infrastruktur, zumindest im IT-Bereich, an der Stelle schon mal ein Stück weit besser schützen kann als ohne so ein System zur Angriffserkennung. Ja. Ein Kollege von uns hat sich auch mal die Mühe gemacht, diese Orientierungshilfe, ein Stück weit zu analysieren, aus dem Beamtendeutsch mal auf technische Lösungen runterzubrechen, wobei man dazu sagen muss, Kompliment ans BSI, verhältnismäßig ist das schon sehr technisch orientiert, sehr konkrete Maßnahmen besprochen. Wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, aufgrund dieser technischen Anforderungen einen Rückschluss zu ziehen, mit welchen Lösungen, beispielsweise von Trend Micro, wir hier einen bestimmten Reifegrad erzielen können, ja, beziehungsweise dann der Kunde selbst, beziehungsweise der Betreiber der kritischen Infrastruktur, wenn er denn bestimmte Systeme, Produkte von uns in bestimmten Konfigurationen einsetzt. Ja. Kurze Quintessenz dazu, mit einem so einem System kann ich an der Stelle schon relativ viel erreichen, mit einem vergleichsweise geringen Aufwand. Ja. So viel dazu an der Stelle nochmal. Gut, dann kommen wir jetzt zum dritten Gebot. Das heißt, gehe deinen regulatorischen Verpflichtungen nach. So, Verpflichtung, das klingt wieder streng. Der Rat von Felix und Marcel. Genau. Ich habe auch schon gesehen, ich würde da so ein bisschen auch die Frage direkt aufgreifen. Das passt nämlich unter diesen Punkt. Wie bin ich denn davon überhaupt betroffen? Wenn Sie hier sitzen, dann sind Sie höchstwahrscheinlich davon betroffen, weil NIS2 ist schon sehr umfangreich, was die betroffenen Unternehmen angeht. Das werden einerseits wird unterschieden in die Sektoren. Man unterscheidet zwischen wesentlichen, ja, oder wie es in der NIS2 heißt, Essential Sektoren und den wichtigen, den Important Sektoren. Also sprich wesentlich und wichtig. Da gibt es dann eine Übersicht, welcher Sektor unter welche Kategorie fällt. Und dann gleichzeitig gilt halt bei großen und mittleren Unternehmen sind aus diesen Sektoren betroffen. Das heißt, alles ab 50 Mitarbeitern und über 10 Millionen Euro Umsatz, meine ich, sind es. Da findet man eine Übersicht. Vom Prinzip her betrifft es allerdings die meisten. Es gibt dann auch noch wiederum einzelne Unternehmen, die betroffen sind, wo die Mitarbeiteranzahl quasi egal ist. Das gilt dazu anzumerken. Und wir haben also aus den ersten Geboten nun mitgenommen, dass wir die Lücken und die Risiken kennen. Wir haben Cybersicherheitsmaßnahmen identifiziert, definiert und zum Teil vielleicht auch schon hoffentlich umgesetzt. Und dann ist natürlich die nächste Frage, okay, wie weise ich das denn nach? Ja, wie komme ich da meinen regulatorischen Verpflichtungen nach?
Beispielsweise so ein ISMS, also ein Informationssicherheitsmanagementsystem, was natürlich einerseits Unterstützung dahin bietet, dass es eine Transparenz schafft. Wir wissen, welche Cybermaßnahmen quasi inwieweit umgesetzt werden. Und andererseits wird halt ein Audit auch benötigt. Wir als Infodas haben halt auch Auditoren, wir begleiten Audits und wir sind auch beratend tätig. Aber generell, also laut IT-Sicherheitsgesetz 2.0, ja, das wird sich dann mit NIS 2 vermutlich dann an einem Punkt dann in IT-Sicherheitsgesetz 3.0 ändern. Aber laut IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sind Betreiber von kritischen Infrastrukturen dazu ja angehalten oder verpflichtet, solche Kritis-Audits alle 2 Jahre durchzuführen. Ich denke mal nicht, dass sich mit dem IT-Sicherheitsgesetz 3.0 groß was an dieser Vorgehensweise ändern wird, weil dieser Zeitraum hat sich eigentlich bewährt. Aber das ist zumindest das, was noch gilt. Und wie so ein Audit abläuft, das haben wir bereits im letzten Webinar, gemeinsamen Webinar im Detail erläutert. Das ist aber am Ende des Tages ein Zusammenspiel aus Antragsteller, sprich dem Unternehmen selbst, das, was auditiert wird, dem Audit-Team, also das Unternehmen, welches das Audit durchführt, und der BSI-Zertifizierungsstelle. Weil, wie gesagt, nationale Behörde ist hier das BSI. Und die NIS 2 ist allerdings deutlich strenger bei Themen von Aufsichts- und Durchsetzungsmaßnahmen. Behörden können nämlich auch einfach Vor-Ort-Kontrollen und regelmäßige Sicherheitsprüfungen anordnen. Und da unterscheidet man wieder in diese wesentlichen und wichtigen Unternehmen. Die wesentlichen Unternehmen, die können jederzeit ohne Anlass überprüft werden. Das nennt sich dann in der NIS 2-Direktive Random Checks. Und bei wichtigen Unternehmen kann so eine Prüfung dann durchgeführt werden, wenn es tatsächlich einen begründeten Verdacht gibt. Unterscheid oder wichtig ist nochmal hervorzuheben, dass bei wesentlichen und wichtigen Stellen ein sogenannter mehrstufiger Prozess stattfinden muss, was gegenüber dem BSI Sicherheitsverletzungen meldet. Und da ist es so, dass die erste Benachrichtigung innerhalb von 24 Stunden erfolgen muss. Das ist so eine Info von wegen, hier gab es einen Vorfall. Und das sind so die ersten Informationen, die wir haben. Das hat noch keinen großen Detailgrad zu haben. Aber dann die zweite Benachrichtigung mit einer etwas tiefergehenden Analyse des Vorfalls muss dann innerhalb von 72 Stunden stattfinden, nachdem so ein schwerwiegender Vorfall bekannt geworden ist. Das ergibt sich aus dem Artikel 23 Nummer 4 dieser NIS 2-Direktive. Das heißt, wir müssen halt auch dann tatsächlich dem BSI dann halt entsprechend ja, relativ zeitnah Meldungen machen. Das heißt, das Ergebnis dieses dritten Gebots ist, dass wir jetzt auch dann quasi nachweisen, dass wir unseren Verpflichtungen nachgekommen sind und unsere Cybersicherheitsmaßnahme, die wir in unserem zweiten Gebot natürlich befolgt haben und umgesetzt haben, auch ja, umsetzen und dass wir quasi nicht nur einfach welche definiert haben, sondern auch implementiert haben. So, und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ob diese Implementierungen alle funktionieren. Deswegen lautet das vierte Gebot: Teste die Wirksamkeit deiner Sicherheitsmaßnahmen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Marcel? Richtig, genau. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also schlussendlich haben wir nun Cybersicherheitsmaßnahmen getroffen, um Lücken zu schließen. Die Frage ist natürlich, wie wirksam sind diese Maßnahmen? Um dies festzustellen, empfehlen sich Maßnahmen wie beispielsweise Penetrationstests oder Red Teaming, wobei die Infodas als BSI-zertifizierter Pentester nur Ersteres im Portfolio anbietet. Die Pentests oder bei Pentests wird ein System systematisch, um das halt ein bisschen auch ja, gegenüberzustellen, systematisch auf technische Schwachstellen überprüft. Beim Red Teaming wird ein simulierter Angriff auf ein Unternehmen oder ein System bezeichnet. Und ja, zum Red Teaming gehen die Kollegen von Trend Micro als Anbieter dieser Leistung aber auch näher im Nachgang darauf ein. Ja, beim Pentest endet
oder der Pentest selber endet immer mit der Identifikation von Schwachstellen und entsprechende Handlungsempfehlungen in einem Abschlussbericht. Und auch hier nochmal ganz wichtig, also jedes Unternehmen verfügt über eine einzigartige Infrastruktur, IT-Infrastruktur, weshalb das Vorgehen bei Pentests in der Regel individuell ist. Es kommen unterschiedliche Techniken, wie beispielsweise semi-automatische Schwachstellenscans zum Einsatz oder ein sogenanntes API-Monitoring oder Reverse Engineering. API-Monitoring ist beispielsweise ein synthetischer Ansatz, eine API, also Programmierschnittstelle auf Verfügbarkeit, korrekte Antworten und Performance zu überwachen. Auch die Informationslage vor Penetrationstests ist ausschlaggebend. Denn es gibt ja vielleicht schon mal gehört, White, Gray oder Blackbox-Ansätze, bei denen der Pentester jeweils alle bis beinahe keine Informationen zum Untersuchungsobjekt vorliegen. Und diese Faktoren haben da letzten Endes einen Einfluss auf den Ablauf eines Pentests. Ganz wichtig noch an der Stelle ist bei diesem Thema, und das hören wir doch recht häufig in Erstgesprächen, nein, bei einem Pentest oder Red Teaming wird nichts kaputt gemacht. Diese Bedenken haben doch einige. Also anhand des im Vorfeld zwischen Auftraggeber, also beim Pentest zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmten Scopes, haben wir eine Kriterienliste, die beim Pentest manuell, zumindest wenn Sie das bei der Infonas beauftragen, abgearbeitet wird. Das zeigt dann letzten Endes oder lediglich, wie gut Sie sich mit Ihren Gaps und der Umsetzung von den Sicherheitsmaßnahmen auseinandergesetzt haben. Damit gebe ich gerne für das Red Teaming an Trend Micro. Genau. Okay, dann nochmal ein, zwei Worte zum Thema Red Teaming. Vielleicht an der Stelle nochmal, weil das wirklich oft durcheinander gebracht wird, ganz klare Abgrenzung. Pentesting in dem Sinne, ne, auf breiter Ebene wird versucht, Schwachstellen zu finden und dementsprechend so viele wie möglich aufzudecken. Das Red Teaming verfolgt einen anderen Ansatz, der ist nicht ganz so breit gefächert, sondern hier ist es wirklich so, wir simulieren oder unter anderem wir auch oder eben verschiedene Dienstleister simulieren, so realitätsnah, wie es irgendwie geht, einen Angriff auf die IT-Infrastruktur oder meinetwegen auch OT-Infrastruktur, je nachdem, was der Kunde im Einsatz hat. Informationslage ist in der Regel gleich null, weil man will ja so realitätsnah sein, wie es nur irgendwie geht, und zwar auf beiden Seiten. Also im allerbesten Fall weiß auch beim Kunden eigentlich nur der CEO Bescheid, dass da jemand kommt und probiert, die Systeme zu übernehmen, weil man hier wirklich ganz klar testen möchte, inwieweit SOC, CERT, was auch immer der Kunde dort im Einsatz hat im IT-Security-Bereich, im Alltag auf solche Angriffsszenarien vorbereitet ist und wie gut die Abwehrmaßnahmen wirklich funktionieren. Und da ist natürlich wenig zielführend, wenn ich den Kollegen vorab Bescheid gebe, passt auf, nächste Woche könnte da was passieren. Dementsprechend versuchen wir, die schon so weit wie es geht ins kalte Wasser zu schubsen und dann eben ganz gezielt Schwachstellen auszunutzen, um ins System reinzukommen. Auch hier nochmal ganz klar der Disclaimer, es wird nichts kaputt gemacht. Ja, man versucht natürlich, ins System reinzukommen. Oftmals funktioniert das auch auf dem einen oder anderen Weg. Aber in dem Moment, wo dann Schaden entstehen würde, stoppt man dann an der Stelle auch den Versuch und dokumentiert dann da entsprechend die Angriffspfade und versucht dann dem Kunden da im Nachgang natürlich Unterstützung zu bieten. Erstmal, ne, wie hat es funktioniert, wo sind eure Schwachstellen und was könnt ihr dagegen tun, um das in Zukunft zu verhindern, dass so ein Angriff überhaupt erfolgreich ist. Ja. Im allerbesten Fall scheitert das Red Team, ganz klar, ja, im Kampf gegen das Blue Team sozusagen. So wird dann meistens die Verteidigungslinie beim Kunden genannt. Ist aber, soweit ich bisher informiert bin, nur sehr selten der Fall. Also meistens schafft man es doch in irgendeiner Form. Was nicht schlimm ist, ja, also besser bei einem Red Team einen erfolgreichen Angriff, der nur simuliert ist, als im allerschlimmsten Fall dann den Ernstfall erleben, wenn es eben doch ein böswilliger Angreifer ist. Genau, so viel zum Thema Red Team. Ich bin aber auf deinen roten Pulli und Red Team. Ja, extra deswegen.
Okay, ja, du hast es gerade schon gesagt. Man kommt dann eben dann doch manchmal durch mit so einem Hackerangriff, auch wenn man die Gebote 1 bis 4 gut erfolgt hat. Und so kommen wir auch zu unserem fünften Gebot, dem letzten, das da nämlich heißt, sei vorbereitet auf den Fall der Fälle. Der Fall der Fälle ist der Angriff. Und was gibt es da zu tun? Was sollte man im Vorfeld bereits vorbereiten? Was muss man akut machen? Dazu hat Robert Mientos einige Hinweise und Ideen. Genau, vielen Dank. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Red Teaming und Blue Teaming kommen ursprünglich von den Begrifflichkeiten aus der Zeit des Kalten Krieges. Die Roten waren tatsächlich die Russen, die angegriffen haben, und die Verteidiger, die Blauen, das waren die Amerikaner. Also kann man sich das letztendlich vorstellen. Daher ist dieser Begriff geprägt. Waren sind es wieder, also von daher hat sich das auch wieder bewahrheitet, muss das Vokabular nicht ändern. für den Fall der Fälle, also was ganz wichtig ist, und sind Incident-Management-Prozesse, also wie gehe ich mit so einem Incident um den rechtzeitig zu identifizieren, nicht nur zu identifizieren, Blau und Orange. Okay, ja, dann ich meine, naja, ist aber ja. Wieder was gelernt. Wir konnten jetzt nur die Panelists lesen. Kurzer Hinweis an die Teilnehmer. Wir haben gerade noch einen Herrn, der über die Strafgebung. Ich war dabei, das ist auch sehr schön. Entschuldigung. Lass uns mal beim Thema bleiben, sonst schweifen wir ab. Und das ist wieder der Beweis, Männer sind multitaskingfähig. Wichtig ist uns natürlich, wie identifiziere ich solche Fälle rechtzeitig und wie gehe ich dann damit um? Und einerseits brauchen wir natürlich einen Werkzeugsatz, den wir als Trend Micro in vielerlei Hinsicht liefern, um auf viele dieser Gefahren vorbereitet zu sein. Andererseits brauche ich aber auch bestimmte Kommunikationen, die auch eingeübt sein müssen. Das heißt, ich sollte viele dieser Prozesse auch irgendwo in analoger Form vorliegen haben, denn es hilft mir am Ende des Tages nichts, wenn jetzt meine Kernserver verschlüsselt sind und die Passwortdateien dort dementsprechend vielleicht noch irgendwo gleich mit abgelegt worden sind und auch die Kommunikationsmatrix, wen ich wann wo anrufen muss, dementsprechend mit verschlüsselt ist. Das heißt, ich sollte in dem Fall der Fälle tatsächlich mich auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten und alles dementsprechend abschalten oder beziehungsweise das auch verproben. Also ja, ich komme früher aus der Netzwerktechnik, da wurde regelmäßig bei Kunden so diese Notstromaggregat getestet, aber sowas wie ein Cyber-Incident mal zu verproben, jetzt hat es gerumst, wir simulieren mal so einen Fall. Wie mache ich eine Wiederanlaufplanung? Was fahre ich zuerst hoch? Wen muss ich informieren? Wen muss ich mit ins Boot holen? Eine Presseabteilung, die nach außen hin die Kommunikation macht, Rechtsanwälte und, und. Also es hat einen relativ großen Impact, gerade wenn ich auch zu Beginn schon falsch kommuniziere. Wenn Sie eine Cybersecurity-Versicherung haben, haben wir letztens mit einem Partner von uns gelernt, dass das ein relativ wichtiges Thema ist. Was kommuniziere ich wann, wo und wie, damit die Versicherung am Ende des Tages auch zahlt. Also es hat relativ viele Einflüsse auch von außen, dementsprechend Kommunikationspläne, Notfallkommunikation vorbereitet sein, das ganze Thema zu finden und mir auch natürlich Unterstützungsanforderungen zu sichern. Unterstützungsanforderungen in dem Sinne, dass ich auch eine Rufnummer habe, die ich nachts um 3 anrufen kann. Denn in der Regel, wenn es rumst es an einem Samstag oder an einem Freitagnachmittag oder am 24.12. oder zu den ungünstigsten Zeiten. Und dann entsteht schlagartig eine enorme Belastung für das gesamte Team. Denn dann muss Ihre ganze IT-Abteilung los und ran und arbeitet eigentlich kontinuierlich über Tage und Wochen durch. Und bei Fällen, die wir begleitet haben, sowohl als Trend Micro aktiv oder auch im Freundeskreis, Kollegen, die in der IT tätig sind, die sind dann, ja, ich würde nicht sagen kurz vorm Burnout, aber es ist auf jeden Fall eine sehr belastende Situation, wenn die Kollegen da teilweise 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet haben, um Systeme wieder in Betrieb zu nehmen, um das ganze Thema voranzubringen.
Genau. Das Thema Ressourcen oder wir haben ja noch, ich sage mal so, zwei Punkte schön in der Einladung in Fett oder drei Punkte in Fett gedruckt. Und das ist mindestens genauso wichtig. Ja. Viele Kunden neigen momentan dazu, so einen Best-of-Breed-Ansatz zu wählen. Also suchen sich immer noch sehr viele Insellösungen aus, die vermeintlich irgendwo Integrationsthemen haben oder auch nicht haben. Wo wir letztendlich momentan viele Probleme sehen, ist tatsächlich daraus irgendwo einen Mehrwert zu generieren. Ich habe immer noch Silo-Lösungen, die vermeintlich miteinander zusammenarbeiten, habe dadurch aber auch keinen hohen Grad an Automatisierung. Uns ist wichtig, wenn Kunden sich mit Lösungen auseinandersetzen, dass man da so ein bisschen dieses Pareto-Prinzip geltend machen kann, also mit 20% Aufwand 80% Resultate erzielen. Ich kann dann immer noch für bestimmte Themenbereiche mich mit Speziallösungen auseinandersetzen, aber ich sollte möglichst effektiv über eine Plattform mit einem hohen Grad an Automatisierung in der Lage sein, das zu leisten. Denn das vereinfacht mir den Aufbau eines SOCs, Personalschulung und. Also es sind viele Faktoren, die man dort berücksichtigen muss. Das kann man gar nicht häufig genug stressen. Je mehr ich in einer Plattform habe, je mehr ich automatisiert abgebildet bekomme, je mehr Playbooks ich dort, also Automatismen hinterlegen kann, umso einfacher ist es tatsächlich am Ende des Tages im Doing auch solche Incidents zu erkennen und dann halt dementsprechend meinen Meldepflichten nachzukommen, meine Risiken zu identifizieren, vielleicht auch den Angreifer des Red Teaming oder Blue Teaming zu erkennen, denn auch da wurde das in der Vergangenheit, gibt es Konstrukte, wo letztendlich das Red Team angreift, das Blue Team verteidigt und man versucht sie zu identifizieren, also so ein Capture the Flag Spiel letztendlich, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Sehr schön. Und damit sind wir mit den... Bitte? Ich sagte, wir würden das alles nicht so erzählen, wenn wir nicht für viele Antworten, für viele Fragen aus der NIST 2 gemeinsam mit der Info das Antworten hätten. Genau. Vielleicht an dieser Stelle auch ein Hinweis, warum wir da auch so einen Wert drauf legen. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass es unser Job ist, aber für Sie als Unternehmen, wenn Sie davon betroffen sind, ein wichtiger Hinweis: bei der Nichteinhaltung dieser Richtlinien folgen wirklich harte Geldstrafen, die wirklich wehtun. Der Felix Hartmann hat es vorhin angesprochen, es gibt Unterscheidungen in wesentliche Sektoren und wichtige Faktoren. Und demnach gestaltet sich auch die Geldbuße. Also das geht los bei mindestens 7 Millionen über mindestens 10 Millionen, je nachdem, in welchem Sektor man sich befindet. Es sind auch die Geschäftsführer persönlich haftbar und zwar so, dass man, glaube ich, nicht mehr glücklich wird in seinem Leben. Also das ist nicht ganz ohne. Und wenn man davon betroffen ist, besteht wirklich ein Handlungsbedarf. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Änderung. Nicht nur, also haftbar sind sie schon früher gewesen, aber sie sind jetzt mit in der Pflicht, sich um das Thema Cybersecurity zu kümmern. Das ist letztendlich, das kann man nicht mehr zu 100% delegieren. Und das ist auch nochmal eine wichtige Änderung, unabhängig von der tatsächlichen Haftungsfrage am Ende des Tages. Sie müssen jetzt